Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. Ich begrüße Sie heute aus Berlin. Wir sind sozusagen über den Dächern von Berlin, mitten im Herzen der Hauptstadt. An meiner Seite ist Herr Waldmüller. Herr Waldmüller ist Präsident des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Herr Waldmüller, warum sind wir hier? Ich könnte es beantworten, aber Sie können es besser. Wir haben heute die Eröffnungspressekonferenz für die ITB, die ja stattfindet, wo wir als Mecklenburg-Vorpommern ja Partnerland der ITB sind. Und heute unterrichten wir die Medien, was wir hier so vorhaben, und stellen auch die Messe selbst, stellt sich heute vor, ja. ITB, das muss man den Leuten auch nochmal übersetzen, das ist die internationale Tourismusbörse hier in Berlin. Das ist die größte Fachbesuchermesse der Welt. Und Mecklenburg-Vorpommern ist Partnerland. Das hat es noch nie gegeben, dass ein Bundesland sich, wenn man so will, anmaßt, Partnerland der ITB zu werden. Wie ist es dazu gekommen? Na, eigentlich ganz einfach. Das ist kein großes Geheimnis. Wir sind von der ITB, von dem Management gefragt worden, ob wir uns das vorstellen können. Wir haben da nicht recht viel Zeit gehabt, gerade mal 3-4 Monate. Wir haben aber die Chance, ich sage mal, genutzt. Die Finanzierer, das Wirtschaftsministerium hat zugesagt, wir sind finanziert. Wir haben eine enge Zusammenarbeit gehabt mit der Messe, mit dem Management der Messe, und haben, denke ich mal, einen außerordentlichen guten Auftritt, den wir als erstes Bundesland überhaupt auf der ITB weltweit, also vor weltweiten Publikum präsentieren werden. Ja. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Wir waren ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder auf der Messe, und da gab es Partnerländer wie die USA, Sri Lanka, Indien, Madagaskar und jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Was sagen denn die anderen Bundesländer dafür? Die sind doch bestimmt ein bisschen geschockt. Ich glaube, es war für viele eine Überraschung. Ob sie geschockt sind, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass sie sagen, oh, das möchten wir vielleicht auch einmal. Ja, und was erhoffen Sie sich natürlich davon, dass Sie hier Partnerland sind von der ITB, von der Internationalen Tourismusbörse? Was soll der Output sein? Man spricht ja dann immer von Wert gegen Wert, man bezahlt dafür und erhofft sich natürlich auch was. Zweierlei Dinge. Zum einen ist ja die ITB unterteilt in Fachbesucherbereich und für den Endverbraucher. Und für beide Zielgruppen, die haben wir natürlich. Was die Fachbesucher angeht, wir präsentieren uns vor 3500 internationalen und nationalen Journalisten bei der Eröffnungsveranstaltung und erhoffen uns natürlich einen Anschub, gerade was die internationale Marketing für uns Mecklenburg-Vorpommern bedeutet. Sie wissen, wir haben da noch einen Nachholbedarf. Wir haben nicht allzu viel internationale Gäste, eher national. Gäste. Und das ist auch eine Stärkung der internationalen Gäste, die wir in Mecklenburg-Vorpommern erreichen wollen. Und das andere, das Nationale, das ist ja gerade, wir sind ja in Berlin, in Brandenburg, wenn man bedenkt, dass jeder fünfte Gast in Mecklenburg-Vorpommern aus Berlin oder aus Brandenburg kommt, sind wir also hier in dem Quellmarkt. Und hier wollen wir uns natürlich aber auch vor der nationalen Presse, vor nationalem Publikum präsentieren als das Urlaubsland Nummer eins. Was sind die Botschaften, die Mecklenburg-Vorpommern hier transportieren will, mit seinen touristischen Zielen, mit seinen touristischen Angeboten? Wir werden es immer modern, wir wollen uns offen darstellen, als gastfreundlich, mit dem Charme des Nordens sozusagen. Wir werden auf der Messe selbst natürlich mit den Naturschönheiten, mit diesen außerordentlichen Naturgegebenheiten, die wir haben, hier werben. Wir werden mit Familienurlaub werben. Wir werden auf der ganzen Messe beispielsweise 100 Strandkörbe verteilt haben, um überall aufmerksam zu machen, dass es sich um das Partnerland Mecklenburg-Vorpommern handelt. Wir wollen uns einfach sympathisch darstellen als das Urlaubsland schlechthin. Es wird doch Länder geben, beziehungsweise Besucher, Fachbesucher, die Mecklenburg-Vorpommern vielleicht noch nie gehört haben, das Wort. Wie wollen Sie das übersetzen? Wie soll das transportiert werden dann? Das ist ja genau das, was wir wollen. Gerade die, die uns noch nicht kennen, sollen uns kennenlernen. Und da, wir haben so viele Veranstaltungen, Aktivitäten auf der gesamten Messe in unterschiedlichsten Hallen, dass wir, wenn wir das alles, ich sage mal, wenn wir jedes einzeln als ein Puzzlestück betrachten würden, würden wir dann ein großes Ganzes bekommen und wir würden dann, und das erhoffen wir uns, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Kann man noch was zur Finanzierung sagen? Also es war ja auch schon öffentlich, dass hier natürlich über 1 Million Euro investiert werden. Das ist ja normal, dass ein Bundesland natürlich auch international wirbt. Aber noch nie wurde so viel Geld für eine Veranstaltung ausgegeben. Haben Sie ein gutes Gefühl?
Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil das richtig angelegtes Geld ist, weil die Zielgruppen, die man erreichen möchte, tatsächlich auch erreicht werden. Wir werden es hinterher sehen an der Resonanz. Es ist ja nur ein Teil von dem, was wir vorhaben. Im nächsten Jahr ist ja der German Travel Mart und dann haben wir noch eine weitere Veranstaltung. Also wir haben 3 Jahre hintereinander Highlights, um unser Bundesland eben zu präsentieren. Das ist eins, ich bin mir da vollkommen sicher, dass der Erfolg, der daraus entsteht, dass das alles rechtfertigt, da wird keiner mehr über das Geld reden. Gut, eine Frage habe ich noch zum Schluss. Es gibt natürlich auch wenn man so will, Fachbesuchertage, wo sozusagen die Öffentlichkeit nicht dabei ist. Aber es gibt auch den Samstag und Sonntag, wo auch natürlich ganz normale Besucher, Familien und so weiter eingeladen sind. Was sollte man sich Ihrer Meinung nach unbedingt ankommen, wenn man sich aus Mecklenburg-Vorpommern auf den Weg macht hier nach Berlin? Natürlich muss man zunächst einmal auf unseren Stand kommen, auf den Mecklenburg-Vorpommern Stand. Das ist ein großer Stand, wo wir zig Unternehmen aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern präsentieren werden. Wir werden auch einen traditionellen Korbflechter, Strandkorbflechter dabei haben. Wir werden einen Bernsteinschleifer dabei haben. Wir werden natürlich die Köstlichkeiten des Nordens dann darlegen. Wir werden aber auch mit dem Jugendherbergswerk, also gerade was Familienurlaub bzw. Jugendurlaub angeht, werden wir eine Extrahalle haben. Wir werden beispielsweise die Weltmeisterschaft des Strandkorbrennens von Usos in Usedom traditionell ausgetragen, werden wir am Samstag, am Publikumstag in der Halle austragen. Also es gibt so viele Dinge, die wir da einfach reingucken in den Flyer, da stehen alle unsere Aktivitäten, in welcher Halle, und letztendlich werden Sie, egal wo Sie hinblicken, werden Sie immer auf einen Strandkorb blicken, wir sind also immer präsent. Worauf freuen Sie sich privat besonders? Gibt es da so ein Highlight, was Sie auch betreuen als Präsident des Tourismusverbandes? Ich sage mal, ich freue mich eigentlich auf alles, weil das ist für uns eine, ich sage mal, ohne uns selbst loben zu wollen, aber in der Kürze der Zeit war das ein Kraftakt, das auf die Beine zu stellen. Und ich finde, das ist wirklich gut geworden. Wir präsentieren uns wirklich gut. Wir präsentieren das Land Mecklenburg-Vorpommern so gut. Und ich bin gespannt auf die Resonanz. Das ist die größte Vorfreude, die ich habe. Ja, Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, die internationale Tourismusbörse in Berlin startet am 6., 7., 8. Es gibt Besuchertage am Samstag und Sonntag. Kommen Sie hier nach Berlin und seien Sie dabei, wenn Mecklenburg-Vorpommern sich weltweit präsentiert. Herr Waldmüller, vielen Dank für das Interview. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche und dann natürlich wieder aus der Heimat.